Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es geht weiter in der Mission. Für mich geht es ja so gesehen nahtlos weiter, denn ich muss ja jetzt direkt den nächsten Part direkt weiter aufnehmen, denn naja, wie gesagt. Ja, gerade eben haben wir mal wieder einen kurzen Ladescreen, aber ich glaube, der wird nicht allzu lang dauern, weil der ist in einer Mission. Wir hatten ja angefangen. Wir mussten jetzt im Hafen, mussten wir uns nach ihr wisst schon, hier diese Containerhafen, hier diese Schiffe suchen, also Schiffe absuchen, weil da hat er ein Schiff angelegt. Und ja, das haben wir jetzt gefunden, wir haben beladene LKWs gefunden. Und ja, ich bin jetzt mal echt gespannt, was wir finden werden, beziehungsweise was wir jetzt machen müssen. Bin ich selber auch echt gespannt drauf. Und ja, gerade eben ist noch dieser Ladescreen, ich hoffe, der dauert jetzt nicht allzu lange, also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wenn nicht, tue ich die Zeit dann einfach hinten ranhängen, was ich dann eh wieder verballern werde, von daher, wen interessiert's? Und ja, einfach mal gucken. Ne, also ich hoffe, wie gesagt, dass ihr immer noch dabei seid. Ne, klar, es ist natürlich blöd, wenn ihr jetzt hier... Naja, ich meine, die Flutzahlen sind jetzt nicht die bombastischsten, ne, muss ich auch dazu sagen. Ja, finde ich jetzt persönlich zwar ein bisschen schade vielleicht, weil mir macht dieses Let's Play-Projekt hier wirklich sehr, sehr viel Spaß, aber... Gut, es ist jetzt halt mal so. Muss ich mit leben. Gut, ich kann es euch auch nicht verübeln. Ich habe lange nichts gemacht. Ich bin sozusagen so ein bisschen vom Erdboden verschwunden, aber ich versuche jetzt im Prinzip durch dieses Let's Play wieder so ein bisschen zurück an die... Öffentlichkeit zu gelangen, damit ihr seht, aha, der lädt wieder regelmäßig Videos hoch. Und wenn ich dann richtige Videos mache, dass ihr dann im Prinzip voll im Stoff seid. Ne, also würde ich auch so sagen. Und ja, mal gucken. Wir finden uns jetzt schon wieder seit 2 Minuten im Ladescreen. Die Zeit mache ich hinten ran, keine Angst. Und sollte ich das verpennen, dann tut mir das wirklich leid, dann werde ich es nachholen. In irgendeinem anderen Part oder... Oder ich mache am Ende einfach mal so eine super mega Special-Folge von einer Stunde, wo ich, keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwelche alte Omas überfahre. Und das dann Ganze in 4000-fache Slow-Motion mache, dass man wirklich sieht, wie das Gebiss wirklich im 34-Grad-Winkel aus der Fresse fliegt und Ben ins Gesicht. Vier so LKWs. Das muss eine große Lieferung sein. Ja, aber was für eine große Vielleicht Lieferung. Vielleicht hat sich unser Wärter Novakov ein Fertighaus bestellt. Na klar, und warum nicht gleich eine Villa? Wollen was von uns. Na, sehen wir mal, dass wir wegkommen. Ja, würde ich auch sagen. Zentrale für Cobra 11. Am Hafen sind 4 LKWs beladen worden. Wir haben uns bemerkt und jetzt haben wir 2 Limousinen im Nacken. Wir schicken Verstärkung. Das schaffen wir schon, aber schickt Einheiten zum Hafen, dass die die LKWs im Auge behalten. Ehrlich, muss ich jetzt 800 Meter von denen wegkommen? Macht das doch beschissen. Und sinnlos. Es ist sowas von sinnlos, was ich jetzt hier mache. Weil ich muss jetzt im Prinzip vor Autos wegfahren, die mich nicht mal wirklich verfolgen. Also ich glaube ich glaub jetzt nicht, dass das jetzt hier die absoluten Profifahrer sind. Oh, oh, oh. Na gut. Dann gebe ich mal ein bisschen Gummi, würde ich sagen, ne? Ein bisschen Gummi geben, ein bisschen Ruf auf der Autobahn, da machst du einen... Ja, guckt euch das mal an, da brauche ich einfach nur ein bisschen durch die Gegend fahren und so fort. Habe ich hier locker mal über die 600 Meter rausgeholt. Also, das ist ja wirklich ein Witz, also, Hier, guckt euch das mal an. Ja, gut, aber gerade eben machen sie ein bisschen gut, das muss ich schon zugeben. Also zumindest der eine macht gerade noch ein bisschen was gut, aber das wird auch noch mal lange sein. Ach du Scheiße, der kommt ja voll nah. Aber ja, jetzt hat er aufgegeben, jetzt hat er auch keine Lust mehr, oder? Oder? Fuck. Ja, nee, gut, das kriege ich schon locker hin. Oh, Abzweigung verpasst, Scheiße, da wollte ich eigentlich raus. Jetzt muss ich hier blöd so um die Ecke gucken. Vielleicht mit nie. Oh, das ist ja mal die. Alter, der fährt ja voll gut irgendwie. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet so, aber jetzt, boah, aber schaut's euch an. Schaut's euch an, Leute! Schaut's euch an! Kaboom! Katsching! Hätten wir es auch wieder mal geschafft. Super, lalala. Und wir versuchen es jetzt mal in einem anderen Einsatzgebiet. Und ja, das wird jetzt mal wieder 10 Stunden Ladezeit zur Folge haben. Das heißt, heute werdet ihr euch mal über einen etwas längeren Part freuen können. Denn naja, ich habe 28 angefangen, glaube ich. Also so 27, 28 war's. Ich habe jetzt 4 Minuten, sprich, oder beziehungsweise 5 Minuten schon. Also mache ich jetzt einfach mal heute einen Viertelstunden-Part, würde ich sagen. Oder? Also, ne? Ich weiß, klar, das ist, macht jetzt für mich keinen Unterschied, aber unterm Strich habe ich so weniger Parts insgesamt zum Hochladen. Und ja, das ist natürlich auch wieder von Vorteil. So habe ich wenig, so dauert das Let's Play nicht zu lange. Ne, weil ich weiß ja auch noch gar nicht, wie viele Parts es hier allgemein einnehmen wird, dieses Let's Play. Das weiß ich alles noch gar nicht.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass es jetzt vielleicht so am Ende so um die 60 Parts werden vielleicht. 60 Parts schätze ich. Hoffentlich verschätze ich mich und es werden in Wirklichkeit viel, viel weniger. So um die 40, das wäre natürlich auch super, aber gut. Klar, wenn er natürlich so ein... Oh scheiße, jetzt habe ich meine Melone umgehauen. Das ist scheiße. Mist, jetzt ist die ganze Kohlensäure raus. Fuck! Ja, weil der Controller ist mir vom Schoß geflogen, weil ich hier total behindert da sitze. Und weil ich gerade mein Leid mit Lichtenau Melone ersaufe. Oder ertränke, besser gesagt. Und ja. Bin auch noch nebenbei auf TS. Zwar meinen eigenen YouTuber-Raum, aber sollte ich mal von Basti gemoved werden, weil er, keine Ahnung, Langeweile hat oder so, bitte ich das zu entschuldigen, dass ich nicht dieses, Premium-LP verdeutliche, sprich so, ja, so mega fein und so alles so perfekt und so, ne, am Arsch, schaut euch die Scheiße hier mal an, dann wisst ihr, was Scheiße ist. Also ganz ehrlich, hier allein schon der Ladescreen nervt schon wieder bis zum Umfallen. Ich wette, jetzt sind vielleicht noch 3% der Zuschauer, die von Anfang da waren, noch da, weil es eh keiner anguckt, weil es eh scheiße ist. Und das, naja, das finde ich einfach traurig, dass so wenig überhaupt nur noch, weißt du, viele gucken alle noch Kronk, Pizmeet, Alter, hör doch mal auf mit denen, ganz ehrlich, Kronk ist scheiße und hier Pizmeet, okay, Pizmeet ist manchmal noch lustig, also hier Adventure Map und so gucke ich gerne an, kein Ding, aber komm, das andere kannst du doch alles nicht geben und hier diese allen großen möchte gern so, weißt du, ich fass nicht, Ich meine, klar, die haben sich alle was aufgebaut, klar, die sind alle besser wie ich weiß, aber, ja, trotzdem, Ich schaue es mir nicht gerne an. Also ganz ehrlich, ich schaue mal meine Videos gerne an. Also ich sitze gerne davor so, oh ja, hier, das ist mein Let's Play. Jo, das habe ich gemacht. Ja, und jetzt haben wir so lange gewartet und jetzt können wir nicht mal einen Fall spielen. Schöne Scheiße. Mann, ey, so eine Ruhe. Ja, ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Wollte. Er hat vernünftig 2 benutzt. Ja. Ja, komm, jetzt mach Eier, Laptop. Mach Eier, schalalala. Ja, Ladescreen, der ist so toll. Schalalala. Ja, das wird halt ein extrem langer Part. Da glaube ich, muss ich mindestens 30 Stunden noch zusätzliches Material hochladen. Bloß weil ich hier 3 Ladescreens drin habe. Ah, 10 Stunden. Jawohl, es geht weiter. Jawohl, ja! Moment mal, da schauen wir jetzt mal fix auf die Straßenkarte. Wo ist hier der Fall? Hier ist ein Fall, okay. Okay, aber ich kann jetzt dafür muss ich dann doch mal die Leertaste nehmen, Entschuldigung. Weil ich versuche ja möglichst alles mit Controller zu machen, aber naja, alles geht dann doch nicht. Und ja, mal gucken. Zentrale an Cobra 11. Einer der LKWs, die am Containerhafen beladen wurden, ist gesichtet worden. Wir schicken euch die Position. Verstanden. Super, klasse, toll, gefällt mir, schön. Mag ich. Alter, wo muss ich denn da hinfahren, ey? Ach du Scheiße, ey. 2.000-3.000 Meter? Na gut. Na gut. Also mache ich jetzt den Deal, dass ich den Part so lange mache, bis ich beim LKW bin. Okay? Ist das ein Deal, Leute? Seid ihr damit einverstanden? Wenn ja, dann gebt bitte einen Daumen runter. Danke. Gut, los geht's. Okay, gut. Na gut, aber 3000 Meter klingt jetzt auch erstmal viel. Ups. Okay, so, jetzt so schön hier durchmanövrieren. Jawohl. Okay, das läuft doch richtig gut. Bis hierhin. Dann würde ich sagen, jetzt auf 300 raus beschleunigen, oder? 300, komm. 300, gehen hier doch rein. Okay, jetzt auf 300 hoch. Wenn. Ja, scheiße, kein Speed mehr. Fuck, kein Nitro mehr. Okay, Entschuldigung, dann geht's nicht. Aber das sieht doch bis jetzt richtig gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Warum muss ich. Hä? So blöder geht's ja auch nur, aber. Warum muss ich denn jetzt da lang fahren? Sinnlos.
Da ist der LKW. Aber er ist nicht allein. Wir müssen erst seinen Begleiter ausschalten. Ja, das ist ja wirklich also anspruchsvoll bis zum Unfall. Okay, den Begleitschutz sind wir los. Dann schnappen wir uns jetzt den LKW. Jawohl, ja. Das muss umsteigen, sonst können wir nicht stoppen. Jetzt muss ich hier die Position halt nachkommen, schon, als wenn das schwierig wäre. Alles unter Kontrolle. Wir halten am nächsten Parkplatz. Alles klar. Mal sehen, was der im Kofferraum hat. Kisten, Kisten, überall Kisten. Ich mach diese hier auf. Du heiliges Kanonenrohr. Sprengstoff. Ja. Brand voll mit Sprengstoff. Ist ja mal dann geil. Dann sind die anderen drei LKWs auch voll mit Sprengstoff. Nein. Das ist übel. Ich will nicht wissen, was Novakov mit dem ganzen Zeug vorhat. Tja, eine kleine Party oder so. Also dagegen ist ja nichts einzuwenden. Ne? Und ja, Leute, dann bedanke ich mich jetzt erstmal herzlich fürs Zuschauen. Keine Angst, Leute, die Zeit werde ich irgendwann wieder ranhängen. Keine Angst, das werde ich machen. Ich lasse mir irgendein Special einfallen auf alle Fälle. Und ja, danke, Leute, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wo dann kein Anfangsladescreen euch erwarten wird. Ciao!